Projekt Speedmax. Das komplexeste Projekt, das die Canyon-Entwicklungsabteilung jemals gestartet hat. Der Entwicklungstrupp besteht aus ca. 10 Leuten, Fachleute in jedem Bereich, damit wir wirklich das Optimum an Fahrdynamik und Fahrperformance herausholen können. Aerodynamik ist mit Abstand die komplizierteste Wissenschaft. Im Endeffekt erreicht man den größten Fortschritt nur über Try and Error, testen, testen, um das optimale Ergebnis zu erreichen. Bis dato ist man davon ausgegangen, dass Nackerprofile, sprich der Tropfenform, die besten aerodynamischen Eigenschaften für Fahrräder besitzen. Phänomen bei Geschwindigkeiten bis zu 60, 70 km/h, dass die Strömung nicht direkt hinter dem Profil abreißt und sowas möglich eigentlich den Tropfen abzuschneiden und hinten eine Fläche zu bekommen, die sehr, sehr gut ist für die Steifigkeit vom Profil und eigentlich in der Frontalanströmung und in der leichten seitlichen Anströmung trotzdem fast bessere Eigenschaften hat als der Tropfen. Die größte Herausforderung bei den Bremsen bestand eigentlich darin, eine integrierte Bremse zu bauen, die vollständig in der Gabel sitzt. Der Platz war sehr begrenzt, aber man wollte trotzdem eine Bremse mit hoher Performance und keine Kompromisse in der Leistung eingehen. Durch die Integration ist eigentlich ein Mittelzugsystem zwingend notwendig gewesen. Und so haben wir uns dann dran gemacht und haben sehr, sehr viele Kinematikstudien erstellt und geschaut, welches Bremssystem wir benutzen könnten, um sehr gute Performance, einen sauber definierten Druckpunkt zu haben und auch den Platz in der Gabel bzw. hinter der Gabel gut auszunutzen.